Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wundervollen ersten Preseason-Tag. Hey! Ja, alles Gute euch auf jeden Fall. Ja, heute fängt die Preseason an. Das heißt, wahrscheinlich, muss man sagen, werden ab sofort sehr, sehr viele Leute richtig viel trollen, werden keinen Bock mehr haben, werden sich nicht viel Mühe geben. Also so wie immer eigentlich quasi. Ich habe mir gedacht, ich werde die Preseason nutzen, um jetzt Master zu rushen. Nein, also wir spielen jetzt Rek'Sai. Ich habe Rek'Sai für mich so ein bisschen entdeckt. Sie macht übel Bock, sie kann übel krass ganken. Und ich möchte mal gucken, wie wir da heute so ein bisschen mit klarkommen. Das heißt, ich bin direkt mal ins Ranked hier reingeschlüpft. Ich brauche auch unbedingt noch einen Rek'Sai-Main-Namen, Leute. Wobei das vielleicht auch noch warten muss. Denn der Blue Shop kommt wieder tatsächlich. Für alle, die es interessiert. Oh, jetzt ist die Jungle-Route hier anders. Ich muss mal überlegen, machen wir jetzt den Grump? Nee, keine Ahnung. Ja, doch. Nee, keine Ahnung. Scheiße, ich habe die... Ja, weiß ich nicht. Ja, nee, wir machen erstmal die... Machen wir erstmal die Wölfe. Das heißt, der Blue Shop ist wieder da. Es gibt wieder Blue Essence, Chroma-Sachen. Also, ihr könnt den Earthquake kaufen. Ihr könnt... Den, ja, die ganzen Chroma-Skins, die es da geben wird, kaufen. Also, da, ne, da muss man mal gucken. Ich kaufe da eigentlich meistens immer nur Chromas, aber... Vielleicht ist da ja was Cooles für euch dabei. Wie ich auf Rek'Sai komme, ist folgendes. Rek'Sai ist ein Jungler, mit der man recht super viel jungeln kann. Also ganken kann. Ja, ich habe immer das Problem, dass ich zu viel farme. Das ist meine Schwäche. Und mit Rek'Sai kann man richtig krass die Scheiße aus den Gegnern herausganken. Was ich noch nicht so richtig drauf habe, da muss ich noch gucken, ist, gehe ich wirklich jedes Mal unter die Erde und buddel mich ein? Oder ist das nicht so worth, ne? Wenn ich das Q habe, ist das ein Fein, aber... ja, sonst... Der Knock-Up geht ja auch nicht immer auf Cooldown, ne? Also da muss man wirklich mal gucken. So, wir könnten jetzt schon fast für ein Gank gehen, aber mir fehlt noch ein bisschen XP. Machen wir Golems. Ich denke, Golems sind immer noch ein Camp, was wirklich worth ist. Das wird sich natürlich mit der Zeit herausstellen, wie gut jetzt die Camps sind, dann die einzelnen, aber ich denke, es ist immer noch nice. Ja, ich glaube, ich probiere das erstmal aus, ne? Gerade am Anfang ist das vielleicht fein, wenn man zwischendurch immer noch mal reinbuddelt. Ja, dann heilt man sich noch ein bisschen. Zack, nochmal nach oben. Drehen wir uns hier einmal. Ich habe als Rune Hail of Blades mitgenommen, denn Hail of Blades ist super insane auf Rek'Sai, Leute. Also wirklich super insane. Sterbt ihr? Ah, ne, scheiße. Denn ihr könnt damit einfach überkrass... So, wir können hier ganken. Ich bin unterwegs. Ihr könnt damit einfach super krass schnell die Qs rauskriegen. Und dann könnt ihr nämlich... Oh, das ist perfekt. Ne, jetzt geht ihr einfach hier hin. Macht so. Klatsch. Auto-Attack Q. Bam, bam. Und drauf geklatscht. Der... Ja. Habt ihr das gesehen? Das ist so insane. Hail of Blades auf Rek'Sai ist so insane. Du drehst hier einmal zack, 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 zack. Machst die E drauf. Klatsch. Oh, hier ist, glaube ich, ein Gegner, oder? Ja. Graves, der hat den, glaube ich, gemacht. Hier, ich komme direkt nochmal. Ich habe leider noch Kuhn auf der E. Da ist zwar der Tunnel, aber... Ja, ist doch perfekt. Und noch ein Gang. Klatsch. Q. Outtack, Outtack. Klatsch. Auf den Kopf drauf. Und tot. This Champ. So broken. Ich schwöre drauf. Gut, also das macht doch übel Bock, weil mit ihr kann ich super viel ganken. Die Scheiße aus den Gegnern herausganken. Und das geht mit, ja, ich weiß nicht, ich spiele sonst immer nur so Kane und so und damit ganke ich nicht so viel. Ich komme Midlane. Okay, ich bin unterwegs. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich habe gleich eine E. 3, 2, ne. Wenn er nochmal wiederkommt, könnte ich, aber machen wir nicht. Hier kriegst du eine Q. Gut, ist okay. Der untere Taunty müsste, glaube ich, noch da sein. Item-Build-technisch werden wir erstmal das Jungle-Item upgraden. So habe ich mir gedacht. Sie wird ja, glaube ich, auch im Competitive relativ viel gespielt, die gute Rek'Sai. Aber sonst ist sie, glaube ich, nicht allzu broken. Jungle-Control, was Drakes angeht, ja, ist sie, glaube ich, nicht die allerbeste. Also Drakes killen gibt es bestimmt bessere Champions, aber, naja. Beschweren kann man sich da wahrscheinlich nicht. Ja, ich denke mal, es ist fein. So. Oh, jetzt sehen wir auch, ne, hier schön, hier oben, hey, das kommt in 15 Sekunden wieder, das ist cool. War das sonst auch da? Nee, oder? Sonst war das, auch sonst immer so ein gelbes Zeichen oder war das einfach nur, die waren nicht da und dann da? Ich weiß es nicht genau. Ja, ich werde gleich zum Sport gehen. Ich habe, Leute, ich möchte sagen, ich stelle euch eine Frage. Habe ich gut geschlafen oder schlecht geschlafen? Ich habe tatsächlich sehr schlecht geschlafen, aber es geht mir super krass. Es geht mir super krass, denn... Und ich glaube, wir gehen mal im Shop, Leute. Es geht mir super krass, denn... ja, ich weiß nicht. Es liegt einfach am Tiefkühlgemüse, Leute. Aktuell will ich mir ja Tiefkühlgemüse en masse rein. Ja, wir müssen ja mal wieder ein bisschen reden. Tiefkühlgemüse. Ich habe sonst immer frisches Gemüse gemacht, aber... Es gibt super viele Studien, dass Tiefkühlgemüse mindestens genauso gut ist, wenn nicht sogar besser. Ne? Weil Gemüse oft rumliegt und dann die Vitamine schon rausgehen und so weiter. Und bei Tiefkühlgemüse ist das nicht so, weil das schockgefroren wird. Und Tiefkühlgemüse ist halt... Du kaufst so ein 1000er-Pack...
Und dann kannst du da einfach immer wieder auftauen, auftauen, auftauen. Du musst nicht immer schneiden, schneiden, schnibbeln, schneiden, schneiden, schnibbeln, schneiden. Ne, das musst du nicht. Geht immer sofort, geht sofort los. Oh, das ist perfekt. Oh, die machen Drake. Mein Smite macht 480er. Tötet den. Ma, meiner. Ich bin Smite-Legende. Ja, schön. Ich würde sagen, das ist schon ziemlich insane, was hier gerade passiert ist. Die wollten natürlich noch unbedingt den Drake da haben, aber was war denn das jetzt? Ocean Drake. Das heißt, der macht jetzt 5% Heilung permanent. Das ist natürlich ziemlich bock. Und jetzt können wir auch noch Botlane ganken, Leute. Es kann sein, zack, wir gehen mal hier rüber. Wir könnten hier, ich weiß nicht, ob das Greedy Schmiedi ist, aber wir könnten da diven. Das Problem ist, ich spüre ja gleich, wenn da einer kommt. Na, weil sie kommen, er hätte die eh durch die Minions machen sollen. Die sind nicht schnell genug, was das angeht. Und ich, ja, ich komm mal. Zack. This champ so broken. So broken. So, Red Buff ist da. Ich weiß nicht, ob wir den contesten. Wir können ja mal vorbeiflunsen. Hey, ich werde sogar schon gepinkt, weil ich so insane bin, werde ich gepinkt. Weil ich einfach so ein heftiger Spieler bin. Das hat der nicht gesehen. Der weiß nicht, dass ich hier bin. Kann ich den fighten? Ja, kann ich. Aber ich habe keinen Tunnel. Oh, shit. Ich dachte, ja, okay, nee, aber hier kommt noch jemand anderes. Das lassen wir. Da kommt allerdings Dresh. Ich würde ja reingehen. Ja, machen wir auch. Bin ich schneller als er. Jetzt wäre das Blue Smite sehr, sehr geil, by the way. Oh, der ist unten lang gelaufen. Das ist natürlich auch mal schwierig. So, jetzt müssen wir langsam ein bisschen aufgucken. Jetzt wird es nämlich langsam ein bisschen schwierig. Ich würde sagen, disengage. Akali ist da unten noch. Ich hoffe, wir kommen hier weg. Ich glaube schon. Das sieht gut aus. So. Wie viel kostet das Jungle-Item? Ich glaube, 1,150. 1,75. Das ist fein. Hier einmal mit der... Oh, geil. Oh, Pock. Man muss aber natürlich sagen, Rek'Sai ist im Early Game sehr stark, aber im Late Game suckt Rek'Sai übelste Balls. Weil sie ist so eine Art... Ja, so ein... Sie ist halt relativ squishy. Sie ist jetzt nicht super tanky. Kommt natürlich drauf an, wie ihr sie baut, aber generell ist sie nicht so tanky. Sie hat aber auch nicht irgendwie einen richtig krassen Engage. Also mit Flash geht es. Ist sie jetzt aber nicht insane. Und sie hat aber auch irgendwie jetzt... Nicht irgendwie so ein AOE-Todes-CC wie Amumu vielleicht oder so. Das heißt, hält sich wirklich im Late-Game relativ krass in Grenzen. Deswegen sollten wir gucken, dass wir schnell die Dragons einsammeln. Und vielleicht auch, die zwei Heralds holen. Können wir das noch machen? Sollen wir das ausprobieren, diese Runde? Ich meine, wir wollen ja die neuen Preseason-Dinger testen. Der Greenscreen ist übrigens aus, ja. Leute, es ist einfach dunkel. Es ist der Winter. Es wird wahrscheinlich öfters aussehen, der Greenscreen, wenn es dunkel ist. Dann ist es einfach schwierig. Ja, wir haben 005, das ist guter Impact. Klar, Kills wären cool gewesen, aber... So, wir gehen jetzt Blue Buff holen und dann Herald. Ist das cool oder gehen wir direkt Herald? Wir müssen direkt Herald machen, damit wir vielleicht zwei kriegen. Nasus, come, Herald. Wobei, never mind, komm. Wir müssen jetzt auch nicht Turbo Try haben, ne? Also klar, müssen wir schon. Aber, ne, ich will ja nicht, dass sie gleich bei 15 Minuten aufgeben. Was aber das Ziel bei Rek'Sai wäre, wenn ihr sie spielt. Genau das ist das Ziel, dass die Gegner bei der 15 Minuten aufgeben. So, manchmal vergesse ich noch das Untergrund-Q. Wenn ihr irgendwelche ultra krassen Lifehacks habt für Rek'Sai, könnt ihr die natürlich gerne droppen. Aber dann auch wirklich krasse Lifehacks, nicht irgend so ein Pappelapapp, ne? So, das mit diesem Aufspüren finde ich super schwer. Also, das war damals ja besser. Aber mittlerweile blinkt das, glaube ich, alle 2 Sekunden oder so nur. Alle 3 Sekunden 80 Salute? Ach, das ist die Heilung. Wo ist denn die Passive? Ist die in der W drin? Ich glaube hier. Ja, auf jeden Fall spürt man die Gegner relativ schlecht, finde ich, persönlich. So, wo ganken wir? Wir sind bereit für Ganks. Ich komme Botlane. Kog'Maw Botlane, Thresh komm Botlane. Das sieht eigentlich nicht zu bad aus. Eigentlich hauen die Gegner schon ab. Hier muss jetzt eine Turbo-Laterne kommen, okay? Not too bad. Smite drauf, hochgenau, Q, Q, Auto-Tag, E, bam, tot, W, runtergebuddelt. Hier ein bisschen Spucke in dein Gesicht. Vielleicht, also was ich machen könnte ist, also mein... Dinge, die ich verbessern müsste, ist mein Early Clear. Oh shit, was ist denn hier los? Vielleicht genau das hier. Dass ich aufpasse mit meiner Passive. W, beziehungsweise. Dinge, die ich verbessern müsste, ist vielleicht, dass ich bessere, dass ich Tunnel generell auf die Map platziere. Okay, sie hat irgendwie, sie macht hier irgendwelche Dinge, aber ich glaube, dass... Oh, scheiße, okay. Ja, dass ich gute Tunnel platziere, ne? Die ich gut nutzen kann. Zum, also eine Infrastruktur quasi. So, was müssen wir jetzt bauen? Als nächstes kaufen wir Black Cleaver. Am besten hätte ich gesagt, dieses Ding. Ja, machen wir auch ein Schwert und einen AP-Stein, das ist fein. Kaufen uns auch nochmal ein Pink Ward. Ich glaube, vielleicht werde ich jetzt in die... Ich weiß nicht, Preseason wird jetzt wahrscheinlich so sein, dass halt jeder keinen Bock mehr hat.
Ich bin ja einer, der immer Bock hat. Ich tryhard immer weiter. Aber ja, ne, ist halt die Schwierigkeit. Wenn ich jetzt sage, okay, ich übe jetzt und gucke, dass ich vielleicht jetzt in der Preseason mich verbessere, ne? Dann weiß ich nicht, wir ziehen mich bestimmt meine Mates runter, weil die alle keinen Bock haben. Aber mal gucken. Oh, ich komme, ich komme, ich komme. Ich habe noch eine Rechnung. Ich habe noch ein Bill offen mit ihr. To help a Bill open with somebody. Smite drauf. Smite drauf. Smite drauf. Smite drauf. Jetzt springt sie eh weg, scheiße. Smite drauf. Oh lol, sie intet. Schön. Guck dich mein Damage an. Ich kann doch ulten, aber machen wir das? Vielleicht einmal mit der Klaue? Bleh. Der Damage ist so insane. Ich meine, sie ist auch super behind, aber mein Damage ist... Ich meine, dass sie auch auf mich drauf geht, war auch bad, aber ja, Mai. Ja, Mai. Ich muss sagen, ich habe nicht so viele, wie ich auf Rek'Sai komme. Ich habe nicht so viele Rek'Sais gesehen, actually. Gar keine. Aber ich wurde gestern von einer zersmashed, also wirklich zersmashed. Komplett, der war 12-mal Midlane-Ganken, das hat mich komplett zum Kotzen gebracht. Während mein Jungler natürlich überhaupt nichts gemacht hat. Und darauf komme ich jetzt so ein bisschen. Oh, da sehe ich mich. Oh ja, perfekt. Wir machen den tunnelnden Spuckspucker. Und... Later, Bitch. Later, Beach. Schön. Ja, ich brauche noch Rek'Sai OTP-Namen, Leute. Richtig geilen OTP-Namen. Ne? Jetzt kommen wieder die... Ja, Rek'Sai, Schaufelzei, Spanner 3000. Ne? Ja, haut raus. Haut da raus, Leute. Haut da raus. Smite drauf, hoch. Q, gedreht, gedreht, gedreht. Q, Auto-Tech, E, Ultimate, zack, weg. Bre. Sis, Rek'Sai, best Rek'Sai. Leute, das ist krass, oder? Ich meine, ich bin mittlerweile auch big im Game und siehst halt, je bigger man im Game ist und je weniger big im Game ist, der Gegner, umso krasser ist natürlich der Unterschied. Aber, Leute, ich habe Turbo-Impact. Ich habe 415 von 15 Kills, also... Sachamoi sage ich da auch ganz gerne. Hier sehe ich einfach nichts, Alter. Ich sehe einfach nichts. Ich habe leider keinen Smite. Kann ich den trotzdem haben? Zack. Oh, scheiße. 260 macht es nur. Oh, nice. Brä. Hoch, drehen, 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 drehen. Jetzt habe ich leider... Also, Hail of Blades ist insane. Hail of Blades, wir müssen auch mal gucken. Leute, die von euch Talon spielen. Welche Talon-Runde sollen wir jetzt statt Nimbus spielen? Also, ich war immer Nimbus-Lover. Nimbus-Lover 91.000. Aber, oh shit, jetzt könnte das ein Problem werden. Ich habe aber Buddeln eventuell. Na, meint, habe ich nicht. Ja, das war zu greedy und dumm. Zu greedy und dumm. Ja, also, was spiele ich statt Nimbus, Leute? Was spielen wir statt Nimbus? Ich habe Nimbus geliebt, oder spielen wir Nimbus? Die Alternative ist, wir bleiben bei Nimbus. Nimbus gibt, ja, wenn wir ein Summoner-Spell benutzen, Movement Speed, wollen wir das. Es gibt sowieso einige Leute, die immer in Inspiration geskillt haben und schon gar nicht mehr mit Nimbus gespielt haben. Das heißt, es ist nicht der Spielstil, den jeder zu pflegen pflegt, aber... Also, ihr könnt ja gerne sagen, ob ihr Nimbus... Wenn ich Talon gespielt habe und du einfach Ulti machst und hier über 1000 Wände wegrennst oder escapes oder chase, das ist einfach... Es gibt nichts Schöneres, Leute. Es gibt nichts Schöneres. Oh, jetzt ist der Drache da, der Erddrache. Es gibt jetzt also Erddrachen. Für mich nicht so geil, weil ja jetzt, ja, es gibt Resistenzen. Ich meine, hey, ich habe eh keine Resistenzen. Was soll ich damit? Aber, ja, geschenkte Maul, schaust nicht ins Gaul, ne? So, wir gehen mal hier rüber. Hier ist zum Beispiel ein guter Tunnel, den könnte man verwenden. Wenn man, also, Tunnel muss ich gute platzieren. Da sind wir uns einig. Hier machen wir mal ein... Okay, das ist jetzt halt weird hier, ne? Okay, den nehmen wir uns. Zack. Dreimal gedreht. Die E gemacht. Ich kann auch nicht einschätzen, wie viel Damage die E macht. Wobei, eigentlich steht es hier. 270. 270 Damage. Also, eigentlich... Sollte ich genau danach gehen, wenn... Aber, okay, da steht ja nicht dran. Hey, ich habe noch 72 AP. Ladybirch, auf geht's. Brä, und brä. Tschüss. Das Gute ist auch bei Rek'Sai, ihr könnt mit dem Smite, den Gegner markieren, dass ihr ihn ulten könnt. Okay, sie intet, obviously. So, jetzt muss ich aber hier mal kurz raus. Da ist irgendjemand. Oh, schade, aber da chase ich. Ich bin doch der Chaser. Jetzt können wir nämlich Smite machen. Hoch, Q, 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 Ultimate. E, brr. Zack, tot. Tot, T-O-T. Der war jetzt nicht turbo-behind. Okay, levelmäßig und ich bin fett und so weiter, ja, aber... Ne? Leute, so habe ich endlich meinen Jungler, mit dem ich Impact habe. Klar, das Game läuft gut und ich sag mal so, wenn es meinem Early Game nicht gut läuft mit Rek'Sai, dann ist Rek'Sai, glaube ich, turbo-useless. Turbo-useless, glaube ich. Also wirklich turbo-useless.
Also so unglaublich... Oh, ich wollte eigentlich nach oben. Ich dachte, der geht nach oben. So unglaublich, unglaublich turbo-useless. Weil sie macht keinen Schaden, sie hat kein CC. Vielleicht muss man sie dann ein bisschen tankiger gehen. Vielleicht wäre das eine Option. Aber dieser Weg, da muss man ja echt mal dran gewöhnen. Welche Wände sind noch? Hier ist noch die Wand. Ja. Black Cleaver ist da. Jetzt brauchen wir Shur. Ninja Tabis. Und jetzt wäre so der Punkt, wo man sagt, okay, wir könnten jetzt noch GA bauen. Und ich habe so einen Rek'Sai Main gesehen. Ich meine, der rasiert auch immer, genauso wie ich jetzt gerade. Der hat dann immer Infinity Edge Essentia gebaut. Könnte ich mir sehr lustig vorstellen, wenn man rasiert. Hier, Jungle Differenz, Leute. Genau das wollte ich hören. Genau das wollte ich hören, die Jungle Differenz. Ja, sag mal moi. Bleh. Jetzt macht das 349,78. 349,78. Schön. Na, zum Camp-Smiten ist das gut und wir könnten das ja auch mit unserem Smite kombinieren. Dann würden wir jetzt quasi einen Tausi machen. Einen schönen Tausi. So, ich werde jetzt gleich zum Sport gehen, by the way, Leute. Heute ist Bankdrücken dran. Eigentlich wollte ich nicht, aber weil ich so schlecht geschlafen habe. Aber ich fühle mich ja trotzdem extrem gut. Ich fühle mich very, very, very gut. Okay, endet, obviously. Leider. Zack. Ich drehe mich einfach nur die ganze Zeit. Drehen, 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 drehen. Das ist quasi Spin to Win. Exanguine Blade könnte auf ihr auch vielleicht ganz nett sein. Naja, dann dreht man sich noch mehr. Komm, holen wir uns mal den Tower hier, würde ich sagen. Leider kommen die jetzt auch, die Mates hier. Die wollen mir das Geld wegnehmen. Braucht das Geld für City Skylines. Geht weg. Gehen Sie bitte fort. Ja, so Sport auf jeden Fall gleich. Da habe ich richtig Bock drauf. Und ich empfehle euch, Leute. Kauft euch Tiefkühlgemüse. Kauft es euch. Kauft euch Tiefkühlgemüse. Insane. Also ich kann empfehlen den Möhren-Brokkoli-Blumenkohl-Mix. Das ist turbomäßiges Turbo-Gemüse. Na, richtig geil. Und davon, aber ich esse auch immer eine richtig dicke Schüssel, ne? Nicht nur so drei Dinger so, sondern wirklich eine... Oh shit, was ist denn hier los? Sondern eine richtig dicke Schüssel. So eine Cornflakes-Schüssel voll. Muss man natürlich rechtzeitig auftauen und nicht zu warm. Also ich mache das auch... Ich habe immer Angst, wenn ich das im Ofen mache, dass ich das irgendwie zu sehr... Ja, verbrutzel, ne? Die Vitamine rausbrutzel. Deswegen mache ich das immer nur so ganz, ganz dezent rein. Ja, wir wollen jetzt auch nicht throwen. Jetzt können wir throwen. Oh, eigentlich wollte ich Miss Fortune haben, aber ist okay. Later, bitch! So, sie springt mich jetzt an oder auch eben nicht. Kading, kading, gedrehen, drehen, drehen und klatsch auf den Kopf gehauen. Mit der Nuss. Kadung. Auf den Kopf drauf gehauen. Schön. Also ich würde mich tatsächlich auf dem Infinity Edge sehen, aber ich glaube, das Game wird auch nicht mehr so lang gehen. Bedeutet das dann auch, dass der vierte Drache ist dann auch ein Erddrache, ne? Das heißt, man kriegt dieses Schild, das heißt das, ne? Hier. Man bekommt dieses Erdschild, ja. Genau das heißt es, ja, okay. Ich fand damals den Knockup sehr cool. Ich meine, ja, sie mussten Rex ja ein bisschen reworken, aber damals hat man ja wirklich alle. Du konntest ein ganzes gegnerisches Team hochknocken. Das war wirklich sehr geil. Das war wirklich sehr, sehr geil. Lass den, das ist meiner. So, wir haben ziemlich viel Geld. Wir stellen mal hier das Pink Ward auf den Tunnel. Das ist der Eingang, weil das bedeutet No Entrance. No Entrance here. You shall not pass. Oh, Falconia del Umbra. Ja, dann machen wir mal schön Infinities jetzt, Leute. Da sehe ich mich. Wobei, ne, steht C26. Denk mal jetzt, die werden eh gleich surrendern. Gehe ich jetzt einfach von aus. Aber so muss es laufen. So muss es laufen. Eine richtig schöne Kernrasur. Für alle übrigens, die sich jetzt fragen, warum sollte ich jetzt überhaupt noch ranken, ihr könnt halt eure MMR verbessern. Das bedeutet, wenn ihr jetzt Silber seid, sagen wir einfach mal, und ihr verbessert euch jetzt nur auf Gold, dann startet ihr bei den Placement-Spielen auch höher. Das heißt, ihr seid in der nächsten Season eine ganze Division höher, weil ihr ja nicht bei Silber angefangen habt, die Placements zu spielen, sondern bei Gold zum Beispiel, ne? Also das ist, macht schon einen Unterschied. Es lohnt sich schon. Mist, ich kam nicht durch. Dann machen wir einfach Ult. Machen so, klatsch, klatsch, klatsch und gedreht und klatsch und klatsch und gedreht. Wir haben 300 AD. Hier machen wir mal ein Ward drüber. Das mit der Vision, das gefällt mir halt nicht. Vielleicht sollte ich mich nicht zu oft einbuddeln. Aber wenn man eingebuddelt ist, ist man halt auch schneller. Ne, oder nicht? Doch, 20. Und man ist halt direkt mobil, agil mobil. Können wir den Tower nicht einfach machen, Leute? Ich gehe da jetzt einfach hin und mach den kaputt. Ja, hab doch Angst gehabt.
Leute, macht den Tower kaputt! Macht die kaputt! Okay, ich mache es, Leute, ich mache es. Go! Zack, geschafft. Jetzt nur nicht mich grab. Okay, sehr gut. Hier nehmen wir direkt den Tunnel into the hell. Ich habe gleich einen Smite. Smite, 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 Smite. Und zack, und drehen. Nice! Nice, nice, nice. Schön! Schön, 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 schön. Ihr könnt ja gerne auch mal schreiben, ob ihr... Ich meine, ihr werdet es jetzt wahrscheinlich noch nicht wissen, aber die meisten von euren Kumpels sind wahrscheinlich auch eher so, dass sie sagen, ja... Ne, scheiß auf... Oh, Season! Oder, ne, ist ja jetzt egal, ich troll jetzt nur noch, ich mache jetzt nur noch Mist. Infinity Edge haben wir fertig, leider kommen wir wahrscheinlich nicht mehr zum Einsatz, aber Infinity Edge Rex-Seite ist, Leute. It is. Schade. Hätte ordentlich geklatscht bestimmt. Ja. Was schreiben die Gegner hier? Should we celebrate now? Habe ich irgendjemand von denen auf Mute? Irgendwie fehlt auch da was, oder nicht? Guck mal, wir haben aber drachentechnisch... Okay, klar, das ist halt ein Stomp, ne? Hat das dieses Drachen-Gameplay... Abgesehen davon, dass hier die Erde erschüttert wurde und hier so ein paar Dinger sind, haben wir gar nichts von der Preseason mitbekommen. Das hier nicht. Keine neuen Items. Hier so ein bisschen. Okay, das ist... Oh, den habe ich noch gar nicht gesehen. Der ist echt räudig, glaube ich. Vor allem, weil der halt auch so am Busch ist und hier die Pflanze ist. Aber sonst... Können wir jetzt enden, Leute? Ich bin unterwegs. Coming for Christmas. Coming. Ich werde jetzt auch nonstop zum Sport gehen. Ich brauche aber noch neue Musik. Wenn ihr richtig geile Sportmusik habt, könnt ihr die gerne auch kommentieren, Leute. Ich brauche richtig geile Sportmusik. Also richtig geile Sportmusik. Oh, scheiße, er grippt mich gleich, dann bin ich tot. Zack, dreimal gedreht. Oh, ich komme. Na, okay. Das war's. Ja, schön. Ich glaube, wir waren sogar in der Promo. Aber erster Win nur. Das heißt, ja, ich bedanke mich bei euch. Ich hoffe, ihr habt einen wundervollen Tag. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Auf Wiedersehen. Tschüss. Und goodbye. Ich hab euch lieb. Miau, miau.